Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es ums Annotieren, ums Unterstreichen, ums Markieren, ums Schreiben in Büchern. Und ich freue mich schon total, über dieses Thema zu sprechen, denn ich mache das seit Jahren. In der letzten Zeit hat es allerdings auch etwas mehr, ja, Aufmerksamkeit bekommen, das Thema. Vor allem auf BookTok und Bookstagram sieht man Fotos und Videos davon, wie Lesende in ihren Büchern rumkritzeln, es teilweise richtig schön machen. Und ich erzähle euch heute, was so meine Tipps und Tricks sind, um das Ganze richtig anzugehen, aber auch, was die Nachteile sind. Denn es gibt natürlich auch ein paar Nachteile, wenn man anfängt, in seinen Büchern rumzuschreiben. Also lasst uns loslegen. Ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht, wo ich euch dann zeigen werde, was ich genau meine. Also einfach ein paar, ja, Bücher, die schon von mir annotiert wurden, auf eine oder die andere Art und Weise. Sprechen wir aber doch erstmal darüber, wieso ich das überhaupt mache. Warum schreibe ich in meinen Büchern rum und setze Post-its manchmal wie eine Verrückte? Der Grund ist ganz einfach, ich möchte mit meinen Büchern in Interaktion treten. Für mich ist der Akt des Lesens nicht ein passiver, wo ich einfach in meinem Sessel sitze, lese, weiterblättere und das war's, sondern wenn mich ein Buch wirklich, ja, begeistert, interessiert, mich zum Nachdenken anregt, dann möchte ich irgendwie auch, ja, das in diesem Buch festhalten, nicht nur für später, um dann eventuell Ideen wiederzufinden oder zu gucken, wie ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich zu dem, wo ich das Buch gelesen habe, zu bestimmten Themen so stand, was meine Gedanken dazu waren, sondern irgendwie ist es auch während des Lesens so eine ganz, ja, ganz intime Angelegenheit, mit dem Buch so in Austausch zu kommen und in Interaktion zu treten. Und ich habe letztens erst noch darüber gelesen, in einem Buch, ich habe es unterstrichen, dass ja das Lesen irgendwo auch, ja, erst dadurch funktioniert, dass der Leser oder die Leserin wirklich auch mit der Geschichte in Verbindung kommt. Also, dass der Autor oder die Autorin, die es niederschreiben, das ist eine Sache, aber die Menschen, die es dann lesen und davon berührt werden und bestimmte Dinge für sich mitnehmen, das ist nochmal irgendwie was ganz anderes und was ganz Zauberhaftes. Und irgendwie, ja, versuche ich so ein bisschen was von diesem Zauber abzugreifen, wenn ich mit meinen Büchern in der Form in Interaktion trete. Kommen wir zu dem zweiten Aspekt, nämlich wie mache ich es? Wie annotiere ich meine Bücher? Und ich habe da so ein bisschen mal durch meine Bücherregale geschaut und geguckt, was habe ich mit den Büchern gemacht? Zeigen sich da irgendwo Muster? Und es gibt tatsächlich ein erkennbares Muster, nämlich dass fiktive Bücher, also eher Romane und Geschichten über Menschen, die es nicht gibt, dass ich da eher impulsiver annotiere. Also, dass ich da wirklich im Moment meine Gefühle festhalten möchte. Hier zum Beispiel habe ich schöne Quotes markiert, hier mit Post-its. Ich habe aber auch in manche Bücher einfach dann meine Reaktion reingeschrieben, wenn es gerade passend war oder wenn ich etwas irgendwie kritisch fand oder komisch fand. Und ja, da kehre ich manchmal auch nochmal zurück zu den Zitaten oder auch zu bestimmten Gefühlen, die diese Bücher in mir ausgelöst haben. Aber das ist wirklich eher so eine Im-Moment-Angelegenheit. Während bei nicht-fiktionalen Büchern, also bei Sachbüchern wie diesem hier zum Beispiel, meine Unterstreichung eher dazu dienen, mir wichtige Ideen und auch Gedankenanstöße für die Zukunft zu speichern, zu markieren, zu speichern, wie auch immer. Menschen, die mich auch im echten Leben kennen, die also schon mal bei mir zu Besuch waren, wissen, dass es manchmal so laufen kann, dass ich dann von einer Idee oder einem Gedanken erzähle, über den ich lange nachgedacht habe in letzter Zeit und dann ganz fanatisch zu meinem Bücherregal renne und sage, ja, und ah, das stand doch in diesem Buch. Und dann ziehe ich das Buch raus, habe meine Markierung und kann tatsächlich die Stelle wiederfinden. Manchmal spreche ich von meinem Bücherregal als meinem erweiterten Gehirn und genauso benutze ich an der Stelle auch Markierungen. Was aber außerdem entscheidend ist, denn das ist jetzt eher ein Muster, was ich im Nachhinein festgestellt habe und keine Regel, die ich strikt verfolge. Wann lese ich und wo lese ich und fühlt es sich gerade richtig an für mich zu unterstreichen und ja, in dem Sinne auch die extra Zeit in Kauf zu nehmen, die das Ganze braucht. Denn es ist ja so, wenn ich gerade in der Bahn sitze. Gut, da unterstreiche ich manchmal auch. Aber wenn ich gerade in der Bahn sitze, dann ist es vielleicht nicht ganz so praktisch, die ganze Zeit einen Stift in der Hand zu halten. Die Unterstreichungen werden krakelig, weil der Zug wackelt. Oder wenn es zum Beispiel spät abends ist und ich im Bett liege und eigentlich nur entspannen will und zum Einschlafen lese, dann sind Unterstreichungen und Post-its vielleicht auch nicht so unbedingt die beste Wahl. Bei manchen Büchern mache ich das trotzdem. Besonders entscheidend ist ja einfach, fühlt es sich gerade richtig an und habe ich Lust darauf? Und dann mache ich das auch.
Kommen wir jetzt zu meiner Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen des Annotation Games. Also, Vorteile habe ich, glaube ich, schon zahlreiche genannt. Zum einen kann man mit dem Buch in Interaktion treten, denn es ist ja so, dass jeder Lesende irgendwie nochmal eine eigene Geschichte liest. Und also alle haben im Prinzip eine andere Geschichte, weil man einen eigenen Teil von sich in dieser Geschichte wiederfindet bzw. reinsteckt. Dann, um später zurückzukommen, um sich an bestimmte Dinge zu erinnern oder bestimmte Dinge schneller aufzufinden. Also es kostet vielleicht Zeit im Moment, aber je nachdem, wie man später mit diesem Buch umgeht, kann es auch Zeit sparen, wenn man dann diese Vorarbeit schon geleistet hat. Zu den Nachteilen hingegen habe ich noch nicht so viel gesagt. Also zum einen offensichtlich, vielleicht sind Ort und Zeit gerade unpassend und es kostet eben auch Zeit. Aber was halt auch irgendwie so ein Punkt ist, es zerstört in gewisser Weise ja auch das Buch. Also zumindest die Unschuld des Buches, sagen wir es so. Weil ja ein Buch, wenn man es neu kauft, bei gebrauchten Büchern sieht das nochmal anders aus, aber wenn man ein Buch neu kauft, dann hat es einen bestimmten Geruch, dann ist der Buchrücken noch nicht durchgebrochen, dann sind die Seiten einfach nur beigefarbenes Papier mit schwarzen Buchstaben, zumindest beim Großteil der Bücher. Und da dann drauf zu schreiben, drauf zu kritzeln, vielleicht findet man die eigene Handschrift nicht so schön, vielleicht macht man nicht so gerade Unterstreichung, das kann schon Überwindung kosten. Also es ist auch irgendwo eine Übungssache und das sehe ich auch, das verstehe ich und ich verstehe auch alle Menschen, die sagen, meine Bücher sind mir heilig und da soll nichts drankommen. I get you. Aber für mich ist es halt wirklich eher ein Zeichen von einem Intimverhältnis, wenn die Bücher, die man gelesen hat und natürlich muss die Situation gegeben sein. In Bücher aus der Bibliothek darf man nicht reinschreiben, Bücher, die man ausgeliehen hat. Nein, in Ruhe lassen. Aber wenn es wirklich das eigene Buch ist und man das hinterher auch sehen kann, weil es eben gelesen und geliebt wurde, dann finde ich, ist das irgendwie super schön, super persönlich. Und irgendwo ist es dann ja auch schon wieder ein Vorteil, den ich hier gerade draus drehe. Kommen wir jetzt zu einem Thema, wo ich etwas kritischer drauf blicke, beziehungsweise eher mit etwas Unverständnis, weil ich mich da einfach selber nicht so sehr drin finde. Und zwar ist das der Hype ums Annotieren. Im Moment. Eine sehr aktuelle Thematik. Ich bin tatsächlich etwas irritiert, jedes Mal, wenn ich ein Foto oder ein Video sehe von markierten Seiten, die dann eher nach einem eigenen Kunstwerk aussehen. Denn für mich steht beim Annotieren im Vordergrund, dass ich gerade mit dem Buch interagiere. Nicht, dass es hinterher schön aussieht oder dass es fotografierbar ist oder was auch immer da die Aspekte sind, die da reinspielen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, weil ich weiß, wie viel Zeit Journaling und besonders schönes Journaling in Anspruch nimmt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Menschen da sehr viel Zeit reinstecken. Und ich weiß nicht so ganz, wieso. Also es ist eher Unverständnis als jetzt wirklich Beurteilung oder Verurteilung. Ich finde es irgendwie nicht ganz so logisch, aber wenn es Menschen zum Interagieren mit Büchern bringt, dann kann ich eigentlich nur Fan sein. Also ich bin, glaube ich, einfach nur ein bisschen irritiert und einfach nicht so sehr in diesem Game drin, sondern eher so in meiner eigenen Welt mit der Art, wie ich annotiere und meine Bücher, meinen Büchern nochmal zusätzlich Leben einhauche. Und schließlich zum Abschluss gebe ich eine Empfehlung fürs Annotieren. Die Antwort dürfte sehr deutlich geworden sein. Ja, ich gebe eine Empfehlung fürs Annotieren. Für die Menschen, die da vielleicht erst irgendwie reinkommen müssen oder die so ein bisschen Sorge um ihre Bücher haben, geht doch einfach mal in einen Secondhand-Shop oder zu einem Bücherschrank, schnappt euch ein gebrauchtes Buch und dann legt einfach mal los. Vielleicht ist da die Hemmschwelle geringer und dann könnt ihr einfach mal ausprobieren, wie es so ist, mit einem Buch wirklich ja in Interaktion zu treten. Ich finde es super schön, ich mag das sehr, sehr gerne. Was mir einfach nur wichtig ist, aber das ist beim Lesen irgendwie genau dasselbe wie beim Unterstreichen in Büchern. Also ich finde es ein bisschen komisch, wenn das Ganze zu einem Selbstzweck wird, also wenn es nicht mehr darum geht, wirklich ja den Inhalt mitzubekommen, sondern, dafür bewundert zu werden, wie schön man Seiten unterstrichen hat, irgendwie sich damit darzustellen, ohne dabei wirklich ja sich selbst darin zu finden. Aber das sind alles Unterstellungen, die ich aus der Ferne mache, weil ich Social Media generell für irgendwie ja eher eine Inszenierung halte, als jetzt die Darstellung des direkten Lebens. Mein BookTube-Kanal ist genauso. Ihr seht nur das von mir, was ich euch, nachdem ich es geskriptet, gedreht, geschnitten und hochgeladen habe, tatsächlich auch mitteile. Also das ist alles nicht unbedingt einfach die Realität, aber wenn sich Menschen von etwas, was sie im Internet gesehen haben, beeinflussen lassen und sich dann so verhalten, dann ist das die Realität. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich will da gar nicht super zynisch draufblicken, darum geht's mir gar nicht. Ich freue mich, wenn Menschen in Interaktion mit Büchern treten. Ich kann es nur empfehlen. Das sind meine 2 Cents.
Sense, meine Meinung zu dem ganzen Thema. Ich hoffe, es war hilfreich und unterhaltsam. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr in euren Büchern rumschreibt. Das interessiert mich tatsächlich sehr, weil sich da ja doch dann manchmal die Lager spalten hier auf BookTube. Okay, gebt auf euch Acht, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.